Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute haben wir die Release-Zeiten zu dem Dual Dokkan Fest Banner von Goku und Freezer. Bevor wir damit anfangen, lasst ich euch heute mal die heutige Purunga-Mission laufen. Nämlich, ihr müsst da eine Stage des Story-Events der Planet Namek-Saga bewältigen, also von dem Planet Namek-Saga-Story-Event. Um es kurz zu sagen, ist es das Event, wo ihr euch den Piccolo holen könnt, den Free-to-Play-Piccolo. Ich habe beispielsweise die Stage gemacht, wo man die Orbs sich farmen kann und macht das ganz easy. Dann bekommt ihr den Dragon Ball von heute. Falls ihr euch fragt, ey, was sind denn immer die aktuellen Dragon Balls, wie bekommt man sie? Ich setze in den Link immer eine Beschreibung des heutigen, der heutigen Quest. Und dann führt das euch quasi auf mein Twitter und da seht ihr dann immer, was ihr jeden Tag machen müsst. Apropos Piccolo, ich blende euch auch mal ganz kurz ein, wie viel Orbs ihr für ihn braucht, falls ihr es noch nicht wusstet. Es sind 6540 S-Orbs, 3530 M-Orbs und 346 L-Orbs. Das Bild ist von meinem Boy Aste. Viele Grüße gehen raus an ihn, danke dafür. Und falls ihr euch fragt, ey, wie soll ich denn den Piccolo skillen, skillt ihn auf Level 15 Crit, Level 5 Additional Attack, dann nehmt ihr das Beste von ihm heraus, denn er muss nicht unbedingt eine Additional Attack starten, um da quasi einen guten Bonus mitnehmen zu können aus seiner Ulti. Er bekommt zwar einen Verteidigungsboost transformiert, aber das, dann nehmt ihr lieber mehr Crit mit. Aber natürlich könnt ihr auch quasi so 12 Crit gehen, 9 Additional Attack, wie ihr mögt. Aber ich würde euch empfehlen, da auf Crit zu gehen. Ich habe in dem Fall Level 15 Crit und Level 5 Additional Attack gewählt. Alles klar, kommen wir zu den Release-Zeiten. Boom, die Release-Zeiten zum Goku-Event und zum Freezer-Event. Nicht wundern, das sind quasi Bilder, das kam heute in-game rein. Das sind die Bilder von dem Dokkan-Event-Teaser. Und was wir aber wissen ist, wenn quasi das die News zu dem Dokkan-Event-Teaser offline geht, dann sollten eigentlich alles online kommen. Ist ja nur logisch. Die Zeiten quasi dafür, dass diese Events, die Event-Ankündigung in-game, offline gehen, sind der 31. August, also diesen Freitag, 21.35 Uhr unserer Zeit. Und natürlich Änderungen vorbehalten, denn im Endeffekt sind es noch quasi aus Leaks. Ich werde euch gleich zeigen, woher. Denn die Uhrzeiten könnten sich ändern, zumal die Uhrzeit eine komische Uhrzeit ist. Aber ich habe ja gesagt, so Dual Dokkan Fest kommen gerne Freitagabend. Das ist hier auf jeden Fall on point gewesen. Und aber dennoch wegen der Uhrzeit, um es mal kurz zu sagen, ich schätze, es würde so verlaufen, dass quasi eine Wartung stattfinden wird. Könnte eine Wartung stattfinden. Diese geht bis, sagen wir mal, 22 Uhr. Aber ab 21.35 Uhr quasi schon sind die Events schon im Spiel. Und nacheinander werden die Spieler reingelassen, damit es kein Chaos gibt. Hoffentlich. Weil es kann natürlich auch sein, dass direkt am Anfang die Server crashen. So wie damals bei Super Saiyan 4 Goku und Vegeta. Und die mal warten müssen, bis wir reinkommen können. Aber vorerst die Uhrzeiten, die wir haben, sind Freitag, 31. August, Freunde, 21.35 Uhr. Woher kommen diese Uhrzeiten? Wie gesagt, das sind quasi hier die Ingame-Ankündigungen zu den beiden Dokkan-Events. Einmal zu Goku, einmal zu Freezer. Und Shoutout an Deep Sea Space. Wir wissen natürlich, solche News kommen zu einer gewissen Uhrzeit rein und gehen zu einer gewissen Uhrzeit offline. Das können wir Gott sei Dank hier auf Deep Sea Space auf Global noch ablesen. Auf JP wurde das entfernt. Und dann schätzt man quasi ab, okay, wenn diese News offline geht, dann ist ja nur logisch, dass das, was angeteasert wird, online kommt. Und diese News geht offline am 31. August, 12.35 Uhr, also zur Mittagszeit, PDT, amerikanische Zeit. Diesmal ist es PDT. Auf die PDT-Zeit addiert ihr 9 Stunden drauf, also kommen wir auf 21.35 Uhr. Auf die PST-Zeit, die quasi eigentlich immer in Dokkan Battle in-game ist, addiert ihr 10 Stunden drauf, momentan in der Sommerzeit. Und dann bekommt ihr unsere deutschen Uhrzeiten, mitteleuropäische Uhrzeit. Und dann kommen wir auf 21.35 Uhr, wie gesagt, Freitag. Und Freunde, ihr habt quasi oft gefragt, ich habe das vergessen zu erwähnen im Video davon, nämlich, wie sieht's denn aus, Osa? Du glaubst, es wird einen Discount geben? Glaubst du, der erste Multi wird 30 Zones, gibt es Tickets und so weiter und so fort? Was wir ja wissen ist, wenn ich mal kurz hier runter scrolle, hier haben wir es, und zwar wissen wir ja bereits, dass es quasi einen Discount geben wird. Dieser wurde angekündigt in-game schon, nämlich hier steht dran, für 250 Stunden, hier Freunde, für 250 Stunden wird es einen Super Multi Summon Discount geben und die Banner werden aufgeteilt in Super Class bei Goku und Extreme Class Charaktere bei Freezer. Aber was wir wissen aus diesem Super Multi Summon Discount, da können wir sagen, da wird auf jeden Fall der vierte Multi Summon kostenlos sein. Und wie das weiterverfahren wird, kann ich euch nur grob spekulieren. Anhand dessen, wie es denn letztes Jahr zu den 250 Millionen Celebration war, ist ein älteres Video von mir. Und zwar, da war das Ganze so, da hatten wir auch einen Super Multi Summon Discount. Da war der erste Durchlauf quasi, die ersten drei Multi in jedem Banner reduziert. Wir hatten hier 25 Stones, dann hatten wir 3 Stones, dann 50 Stones und der vierte war immer kostenlos.
Könnte auch so sein, beziehungsweise gehe ich stark davon aus, dass quasi auch der erste Discount, der erste Durchlauf, die ersten drei Mutlisamen reduziert sein werden. Ob sie genauso sein werden wie im letzten Jahr, kann ich euch nicht sagen. Warum habe ich das von letztem Jahr hier aufgeholt? Weil das Wichtige hier am letzten Jahr ist, dass wir pro Mutlisam eine zufällige Anzahl an Tickets bekommen haben. Das waren damals dann die 200 Millionen Download-Tickets. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie auch dieses Jahr Tickets bekommen, aber nicht für ein Ticketbanner von dem Duelfest, also auch von, da wird, ich denke nicht, dass ein Ticketbanner kommen wird, zusätzlich zu Goku-Spanner und zu Freeze-Spanner, sondern ich denke, das wird die letzte Jahr sein, dass wir dann quasi pro Mutlisamen in dem Banner von Goku oder in dem Banner von Freezer dann eine zufällige Anzahl an 250 Millionen Download-Ticket bekommen werden, denn das Ticketbanner ist aktuell noch online. Und dann, Leute, wird es quasi, wie gesagt, für diese 250 Stunden so laufen, werden auf jeden Fall im ersten und in den ersten drei Multis, denke ich stark, einen Discount bekommen. Könnte ein bisschen anders aussehen. Der vierte Mutlisam ist immer kostenlos. Aber dann nach dem vierten Mutlisam quasi wird jeder Mutlisam 50 Stones kosten. Wir bekommen trotzdem die Tickets und dann immer der vierte Mutlisam wird immer kostenlos sein. Das ist so quasi das Super Mutli-Discount. Dann schaut man wieder ab Step 5. Heißt, danach ist immer jeder Mutlisam 50 Stones und der vierte ist immer kostenlos, Freunde. So viel zu den heutigen News. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Die Uhrzeiten sind hier quasi wichtig. Freue mich auf jeden Fall auf Freitag. Wünsche euch jetzt schon auf jeden Fall mal sehr viel Glück dabei. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal, Freunde. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.